Jo Leute, was geht? Freunde, heute gibt es wieder einige wichtige Überlebenstipps, die ihr auf jeden Fall machen könnt, wenn ihr alles Mögliche richtig machen sollt. Und zwar, falls ihr einen Autoschlüss an der Tür sehen sollt, werdet ihr die Polizei alarmieren müssen. Warum ihr das tun müsst, das erfährt ihr jetzt auf dem Kanal von Sonnenseite. Wir schauen da gerne rein. Leute, lasst natürlich gerne ein Like da und let's go! Hängt vermutlich auch ein Zettel mit einer Telefonnummer, die du anrufen sollst, dran. Dahinter steckt ein Betrüger, der dich für das Entfernen des Schlosses abzocken will. Oh, okay. Ich dachte jetzt persönlich, dass da jemand ist, der mir sagt, hey, herzlichen Glückwunsch, Sie haben im Lotto gewonnen. Nein, aber natürlich, wenn da eine Telefonnummer an einem Schloss ist, ruft generell keine Nummer an. Ja, bitte, macht es nicht. Weil erstens, wenn ihr nicht mit unterdrückter Nummer anruft, sowieso, er kann es vielleicht versuchen, irgendwie abzugreifen. Dann hat er eure Nummer und dann kann er euch jederzeit anrufen. Und dann kann er euch die ganze Zeit terrorisieren. Also seid bitte vorsichtig. Hast du das Geld bezahlt, erfährst du, wo sich der Schlüssel befindet. Er ist normalerweise nicht weit vom Auto entfernt. Sie wissen, dass du den Lack ruinieren würdest, wenn du selbst versuchst, es zu entfernen. Am besten rufst du daher sofort die Polizei an. Autodiebe haben aber noch ganz andere fiese Tricks auf Lager. Also es ist ja so, ich würde die Polizei anrufen, ganz klar. Aber man kann ja trotzdem noch ins Auto einsteigen. Außer er hat jedes der Schlösser komplett abgeschlossen. Dann habt ihr vielleicht ein Problem. Aber dann würde ich sowieso einen Abschleppdienst holen. Ne? Lager. Sie bevorzugen ältere Autos, da sie jahrzehntelange Erfahrung mitbringen, wie man sie knackt. Sie wissen, dass diese Autos keine Alarmanlagen haben. Allein der Gedanke an ein Auto, das so leicht zu stehlen ist, lässt ihnen das Wasser im Munde zusammenlaufen. Autos, die älter als 20 Jahre sind, erfüllen all diese Anforderungen. Du magst zwar denken, dass dein Auto so alt ist, dass es kaum noch was wert ist, aber die Diebe haben es auf die Teile abgesehen. Ersatzteile für alte Autos sind verdammt viel wert. Sie verkaufen sie dann einzeln an Händler. Du kannst dein älteres Auto... Ja, aber generell, Leute, so ganz alte Autos sind schon ordentlich was wert. Also bestimmt so ein alter Bulli oder, ey, so ein ganz alter Mercedes, der jetzt schon so alt ist, dass er Kultstatus hat, die steigen im Wert. ...relativ leicht mit einer Lenkradkralle schützen. Jeder, der sich an einem so gesicherten Auto verdächtig verhält, fällt sofort auf. Doch manchmal haben Diebe es ja auch gar nicht auf das Auto, sondern den Inhalt abgesehen. Dein iPad oder andere elektronische Geräte, die offen auf dem Sitz liegen, sind leichte Beute. Schnell eine Scheibe eingeschlagen, zugeschnappt und schon sind sie weg. Ein paar hundert Euro für ein paar Sekunden Angst ist ein verlockender Deal. Achte daher darauf, deine Wertsachen in diversen Geheimfächern zu verstecken oder im Handschuhfach einzuschließen. Ja, also es gibt viele Orte. Es gibt Handschuhfach, es gibt unterm Sitz, es gibt zwischen Rücksitz und also zwischen Vordersitz und also hinter Vordersitz und zwischen der Rückbank vielleicht, wenn da ganz wenig, wenn ihr verdunkelte Scheiben habt, ist das ganz okay. Oder Kofferraum, ja. Oder unter der Kofferraumklappe. Also da ist ja noch dieser, wo dieser Reifen ist. Statistisch gesehen bewahrt einer von 6 Autobesitzern in sicheren Wohngegenden einen Ersatzschlüssel im Auto auf. Das scheint eine clevere Idee zu sein, falls man den Schlüssel im Haus vergessen hat. Warte, was? Wer hebt denn bitte einen Sicherheitsschlüssel im Auto auf? Ach, nee. Buben streichen jedoch spät abends durch die Nachbarschaft, um lukrative Autos auszuspähen. Pass also gut auf deine Schlüssel auf. Ein öffentlicher Parkplatz kann schon mal sehr groß sein. Sie sind eine Goldmine für Autoknacker, die am Rand des Areals lauern und nach Autos abseits der Überwachungskameras Ausschau halten. Riesige Parkplätze sind oft nicht ausreichend abgesichert. Parke daher möglichst nahe am Eingang des Geschäfts. Du kannst dein Auto auch so ungünstig parken, dass es nicht so leicht abgeschleppt werden kann. Parke vorwärts ein und achte darauf, dass sich vor dir ein Hindernis wie eine Laterne oder ein Zaun befindet. Wenn du auf der Straße parkst, schlägst du das Lenkrad am besten Richtung Bordstein ein. Kannst du dir vorstellen, dass die Autodiebe sogar eigene Gemeinschaften bilden? Jeder Dieb ist auf eine bestimmte Automarke oder ein Modell spezialisiert. So, ey, ich rufe nicht meinen Mechaniker des Vertrauens von Mercedes, ich rufe den Mechaniker Autodieb des Vertrauens, den Mercedes Autodieb des Vertrauens.
Der wird mein Auto schon in Einzelteile zerlegen und dann, der hat bestimmt auch noch ein paar Ersatzteile für mein Auto. Sie tauschen sich untereinander aus. Wenn das Können also nicht ausreicht, um ein Auto zu öffnen, erkaufen sie sich das Wissen auch mal eben von einem Kollegen mit irgendwelchen Wertsachen. Autos mit Alarmanlage sind für Diebe eher abschreckend. Auch wenn dein Auto vom alten Schlag ist, kann es ja nicht schaden, trotzdem einen entsprechenden Aufkleber drauf zu pappen. Allein der Aufkleber kann einen Möchtegern-Dieb vertreiben. Die meisten Menschen sind überzeugt, dass ein neueres Auto sicherer ist, da es durch bahnbrechende Technik geschützt ist. Aber dafür gibt es eben auch fortgeschrittene Diebstahlmethoden. Schlüssellose Systeme arbeiten mit einfachen Prozessen in Schlüsselkarten oder Smartphones. Durch ein Signal mit sehr kurzer Reichweite erhält der Fahrer Zugang zum Auto und kann den Motor starten. Relaisdiebe setzen... Ich habe das immer noch auch... Also ich habe ja auch Keyless Go und... Es ist zwar bequem, aber ich verstehe nicht, warum es immer noch nicht so gut abgesichert ist. So Bluetooth-Signale, so Funksignale. Das ist so schwer. Also, es ist wirklich nicht leicht. Also, ohne Keyless Go, klar, auszukommen, ne? Ist ein Luxusproblem, muss ich sagen. Aber es ist doch so leicht abzugreifen. Falls ihr euch denkt, hey, ja, wenn das ist doch Funk, genauso wie eine normale Fernbedienung, wenn man aufmacht. Ja, bei Funkfernbedienung hast du aber nur ganz, ganz, ganz kleinen Zeitraum, wo diese Funkverbindung auch wirklich stattfindet. Bei Keyless Go ist zumindest, wenn du dich bewegst, bis zu einer Minute lang sendet der Schlüssel Signale ab und die kann man abgreifen. Kabellose Transmitter ein. Einer hält das Gerät nah an den Besitzer, um das entsprechende Signal des digitalen Schlüssels einzufangen. Der Komplize steht näher am Auto, empfängt das Relaissignal und gaukelt dem Auto vor, der Schlüssel wäre in der Nähe. Sobald der Dieb im Auto ist, kann der Vorgang wiederholt werden, um den Motor anzulassen. Ab da kann das gesamte System auf eine andere Schlüsselkarte neu programmiert werden. Dieselbe Technik können Sie auch anwenden, um nur Türen zu öffnen und Wertsachen aus dem Auto zu entfernen. Auf diese Weise kommen Sie an Ihre Beute, ohne den Alarm auszulösen oder ein Fenster einschlagen zu müssen. Die neueren Modelle können auch über ihre Fehleranalyse manipuliert werden. Innerhalb der letzten 10 Jahre wanderte viel Technik in die Autos. Kopiert man diese Technologie und Software, ist das System leicht zu verstehen und angreifbar. Computer. Ich hoffe so sehr, dass Mercedes ein gutes Sicherheitssystem hat. Ich hoffe so sehr. Ich habe ein paar Fälle gehört, dass es trotzdem gegangen ist, dass Leute Autos abgeschleppt oder ja, gehackt haben, indem man einfach die Schlüssel abgegriffen hat. Aber ich hoffe, dass sie bei den neueren Modellen das verbessert haben, das System. Experten entwickeln ganz leicht Geräte, die angeschlossen werden, die Fahrzeugsoftware booten und ihren eigenen neuen Schlüssel einprogrammieren können. Um diese neuartigen Sorgen zu vermeiden, pass gut auf, wo du dein Auto abstellst. Achte darauf, dass du das Verriegeln des Schlosses hörst und überprüfe aus der Ferne, dass es auch bei den Seitenspiegeln keine Veränderungen gibt. Über Nacht... Ja, genau, denn die Seitenspiegel sind der direkte Indikator, ob das Auto auf oder zu ist. Ja, das ist zumindest bei mir so. Man kann es auch abstellen. Das ist super nervig, wenn ihr in eine Autowaschstraße geht. Leute, kennt ihr die Situation? Ihr sprüht euer Auto ab und plötzlich gehen die Spiegel zu und ihr habt das Auto selber nicht gemacht, weil diese Wasserdruckluft sorgt dafür, dass das Keyless Go aktiviert wird und dann die Tür zugemacht wird. Und ich so, ey, ich war gerade dabei, das Fenster zu putzen, die Außenspiegel wollte ich gerade putzen und dann geht mir der Außenspiegel zu und das ist immer nervig. Steckst du deinen Schlüssel am besten in eine Aluminiumdose oder eine Schachtel, die das Signal blockiert, dass er nicht, während du schläfst, gehackt werden kann. Oder deaktiviere deinen Schlüssel einfach, während du ihn nicht benutzt. Mit der Weiterentwicklung der Technologie wandelt... Das Deaktivieren würde ich gerne probieren. Vor allem, wenn ich in Polen bin mit dem Auto, dann möchte ich das mal deaktivieren. Ich weiß, dass Mercedes das Sicherheitssystem so eingefügt hat, dass früher das Keyless Go konstant immer ein Signal gegeben hat. Aber jetzt ist es so, wenn man eine Minute den Schlüssel nicht bewegt, dann ist Keyless Go deaktiviert. Das ist aber in der Situation nicht so praktisch, wenn ihr euren Schlüssel die ganze Zeit in der Hosentasche habt und in der Bar zum Beispiel rumhockt und dann sitzt ihr und bewegt euch, ja, dann ist der Schlüssel wieder am Arbeiten. Versteht ihr? ...sich auch die Software. Bald wird dein Auto nicht mehr nur automatisch... Oh mein Gott, hat er da gerade... Jo... Die Software. Ey, ist das... Wir wissen, das ist ein Tesla. Ihr müsst nicht das Logo abkleben.
Bald wird dein Auto nicht mehr nur automatisch geöffnet und geschlossen, sondern... Ah, jetzt sieht man das Tesla-Logo. GG an diesen Stock-Footage-Clip, der den erstmal weggemacht hat. ...vollständig kontrolliert werden. Diese fortschrittlichen Technologien bringen auch neue Möglichkeiten, in dein Auto einzudringen mit sich. Stelle daher sicher, dass deine Software immer auf dem neuesten Stand ist und sichere deinen Zugang mit einem guten Passwort. Autoknacker mögen ältere Autos bevorzugen, aber die Diebstähle bei schlüssellosen Autos steigen exponentiell an. Heutzutage finden die meisten Autodiebstähle an Autos ohne Schlüssel statt. Die Diebe passen sich schnell an die neuen Fahrzeuge ihrer Umgebung an. Obwohl es entsprechende Sicherheitsmaßnahmen für neuere Autos gibt, sind auch diese nur kurzlebig. Bleibe stets offen. Es ist so klar, weil diese ganzen, also wir haben neue Technologie. Das bedeutet, es gibt potenziell auch noch Schlupflöcher und Sicherheitslücken. Und die sind so lukrativ, weil diese Autos sind super teuer. Die sind viel teurer als diese älteren Wagen, haben viel mehr Technik drin verbaut und sind im Allgemeinen einfach besser ausgestattet. Und dann ist ja völlig klar, dass man einfach viel mehr, ne, man kann sich einen 80.000 Euro Tesla holen oder man holt sich so einen 3, 4, 5 bis 10.000 Euro Oldtimer. Und dann versuchst du natürlich das, was neu ist, was leichter ist, nimmst du natürlich das hier. ...für neue Sicherheitsoptionen. Wer weiß, was die Zukunft für die Sicherheit deines smarten Autos bereithält. Wie wäre es, dir ein Babyfon zuzulegen und auf dem Rücksitz zu deponieren? Das wäre ein erschwingliches Überwachungssystem und alarmiert dich bei einem Einbruch. Ja, also, das ist eine gute Idee. Problem ist, du musst ständig wechseln. Ständig Batterie wechseln. Aber was ich euch sagen kann, Leute, ein Geheimtipp von mir. Falls ihr ein iPhone habt, kauft euch mal AirTags, so ein Viererpack, und verstaut die an wichtigen Orten für wertvolle Gegenstände. Zum Beispiel einen Schlüsselanhänger, holt euch so ein Anhängerteil und dann tut ihr den AirTag auf den Schlüsselanhänger drauf. Einen könnt ihr zum Beispiel ins Auto verstecken, irgendwo, wo niemand weiß, wo der AirTag versteckt sein könnte. Und wenn die Diebe dann iPhones benutzen und sollten sie so dumm sein und das Find-My-Netzwerk nutzen, dann, ja, weiß der AirTag, wo er ist und dann weiß ich, wo das Auto ist. Und außerdem hat mein Auto auch noch extra GPS. Also das sind alle möglichen Sicherheitssysteme, noch Kameraaufzeichnungen und so. Ja, aber auf jeden Fall könnt ihr das machen, vor allem wenn ihr ein bisschen älteres Auto habt. Holt euch AirTags und tut sie mal rein, weil dann wisst ihr auch immer, wenn irgendwas passiert, das Auto ist wo, dann werden Leute, das müssen nicht nur die Diebe sein, das können ja auch Leute sein, so Passanten, die in 10 Meter Reichweite sind, die mit dem Find My Netzwerk verknüpft sind. Wenn die an eurem gestohlenen Auto vorbeilaufen, dann wisst ihr trotzdem, wo euer Auto ist. Auch wenn die Diebe kein Netzwerk nutzen. Das ist so ein cooles System und deswegen nutzt gerne AirTags, Leute. Für euer eigenes Auto. Finde ich eine super Sache. Und tut es auch nicht in die Fahrerkabine, zumindest in einen schwer zugänglichen Bereich, dass der Fahrer während der Fahrt, wenn das Ding anfängt zu piepen, nicht merkt, dass da ein AirTag mitfährt, sondern es muss schon an einem Spot sein, wo er es selbst nicht hören kann. Damit ihr das wirklich auch nachverfolgen könnt, wo euer Auto ist. Ja. Und ihr müsst es auch so tun, dass es nicht findet. Ne? Ältere Autos werden kurz geschlossen, um sie zu stehlen. Ein Automechaniker kann dir an verschiedenen Stellen vor dem Motor einen Schalter einbauen. Er verhindert, dass der Strom bei der Zündung ankommt und der Dieb kann nicht mit deinem Auto davonfahren. Oder du schaffst dir ein abnehmbares Lenkrad an und nimmst es stets... Die Mr. Bean-Strategie. Einfach das Lenkrad abnehmen. Kennt ihr die Folge Mr. Bean, wo ein Einbrecher sein Schloss aufknackt und dann ins Auto steigen will und dann will er losfahren und er sieht jetzt kein Lenkrad da? Und Mr. Bean packt so das Lenkrad beim Picknick aus. Ah, legendär, Leute. Ich liebe diese Folgen von Mr. Bean. Ja. Smith, egal für wie talentiert ein Dieb sich auch halten mag, ein Ersatzlenkrad wird er kaum bei sich haben. Ein Auto ohne Lenkrad ist für Diebe sicher nicht attraktiv. Auch eine Lenkradkralle ist eine gute Option. Yes. Sie blockiert dein Lenkrad. Ein Auto länger auf einem Parkplatz stehen zu lassen, kann aber auch ohne Lenkrad riskant sein. Eine Radkralle würde sich da auch anbieten. Es dauert zwar eine Weile, sie zu befestigen, aber sie hindert Ganoven effektiv daran, mit deinem Auto zu türmen. Da beim Auto... Ist das überhaupt eine offizielle von... Also die ist ja, glaube ich... Das ist ja, glaube ich, vom Staat gemacht. Ich glaube, wenn ein Auto zu lange rumsteht, dann... Du hast nicht das Recht, glaube ich, unendlich lange auf dem Parkplatz zu stehen. Ich glaube, du musst es irgendwann ab und zu bewegen.
Diebstahl alles schnell gehen muss, hat ein Gauner kaum Zeit, das Fahrzeug nach Peilsendern durchzusuchen. Ältere Modelle verfügen zwar nicht über diese Technologie, aber sie lässt sich sehr leicht nachrüsten. Du kannst einfach einen GPS-Tracker, kleiner als ein Handy, im Auto deponieren. Er ermöglicht dir und den Behörden, dein geliebtes Vehikel schnell wiederzufinden. In den USA wird im Schnitt alle 36 Sekunden ein Auto gestohlen. Die Top 10 der gestohlenen Modelle sind Dodge Pickup, Honda CR-V, Toyota Corolla, GMC Pickup, Nissan Altima, Toyota Camry, Honda Accord, Honda Civic, Chevrolet Pickup und Ford Pickup. Leute, merkt ihr gerade, wie viele asiatische Autos in Amerika verkauft werden? Wow, krass. Alter, wirklich krass. Aber gut, liegt auch daran, dass, wenn man das über... Oh Mann, über welches Weltmeer war das? Nicht Atlantik, Pazifik, irgendein Meer. Ja, man aus Asien, aus Japan und China kann man ja verschiffen. Nach Amerika, ganz leicht. Das ist bei uns viel komplizierter. Im Jahr 2020 belief sich der Schaden durch Autodiebstähle in den USA auf 7,4 Milliarden Dollar. Damit wurde eine Höchstmarke innerhalb der vergangenen 10 Jahre erreicht. Es ist damit jedoch zu rechnen, dass diese Zahl weiter steigt. Aber natürlich sind alle Autos im Einzugsgebiet eines Autodiebes ein potenzielles Ziel. Steht dein Auto auch auf der Liste? Naja, hoffentlich mal nicht, ne? Hoffentlich nicht. Aber ja, Leute, sehr, sehr gutes Video. Ich hoffe, ihr habt davon etwas mitgenommen, so diese kleinen Tricks. Achtet auf diese Details und dann seid ihr sicherer unterwegs. Heißt nicht, dass ihr zu 100% abgesichert seid, aber es ist dennoch eine coole Sache. Und ja, schreibt mal eure Sicherheitstipps in die Kommentare. Was würdet ihr noch zusätzlich machen, um euer Auto zu schützen? Ich würde auf jeden Fall sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst gerne ein Like da, falls es euch gefallen hat. Und drückt gerne auf den Abonnieren-Button. Wir sehen uns im nächsten Video. IDs raus, haut rein und ciao.